Herzlich willkommen zu dem heutigen Price Action Call. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, teilen unseren Bildschirm und legen los, as always, mit dem Dollar. Ihr solltet jetzt meinen Bildschirm sehen können. Und wir starten beim Daily Chart. Wir sehen hier im Endeffekt den US-Dollar-Index. Und ich habe es am Anfang der Woche ja schon reingeschickt in die Gruppe, was hier interessante Level sind. Einmal das 1.03.500er-Level und einmal dieses 1.04.00er-Level. Ist jetzt heute angelaufen worden. Wir sehen hier die Daily Imbalance und diese Level werden grundsätzlich immer und immer wieder angelaufen. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, die Weekly Imbalance auf dem Level von dem 800er. Und wenn wir das Ganze jetzt mal extenden, ne, dann sehen wir, wir hatten hier sogar wieder eine Gap. Das heißt, dieses Level sehr, sehr interessant. Vor allem, wenn wir es mal weiterziehen, dann sehen wir, hier war immer eine interessante Area. Und diese ganze, vor allem Weekly Imbalance, Daily Imbalance, all diese Level, die könnt ihr gerne immer und immer wieder drin lassen. Also es wird tatsächlich öfter angelaufen, genauso wie auch mal eine M30 Inefficiency, wie jetzt heute bei Euro-S oder wird teilweise öfter angelaufen. Genau. Wie schaut das Ganze aus? Wer hat sich zusammengesetzt? Wir hatten hier den Liquidity Spike. Ihr kennt es aus der Monthly Imbalance. Das haben wir alles komplett so mitdokumentiert. Die Monthly Imbalance, hier hatten wir dann diesen Spike draußen. Und Leute, es ist echt schön zu sehen, weil ich kann mich noch erinnern, wo der Markt hier war, irgendwo, und wo wir schon gesagt haben, okay, hier Weekly Imbalance, Monthly Imbalance, wir haben es alles so im Endeffekt zusammen predicted und deswegen immer schön zu sehen, dass die Analyse aufgeht. Ansonsten will ich mich gar nicht allzu lange hier beim Dollar aufhalten, war extrem, extrem bullish. Das ehrlich gesagt Dümmste, was man hätte machen können, ist jetzt irgendwie auf die Idee zu kommen, da zu shorten, also da einfach mit dem Trend gehen, ja, vor allem wenn wir so eine Expansion haben, wichtig, ja, dass man da im Endeffekt mit dem Ganzen geht. Wir haben jetzt natürlich weitere Levels, ganz wichtig, hier haben wir aus der Monthly Gap reagiert, hatten aber kein Lower Low, ja, ganz, ganz entscheidend. Hier haben wir dann noch eine weitere Weekly Imbalance, das heißt, wenn wir weiter bullish gehen sollten, ja, dann sind das tatsächlich die nächsten Level. Hängt natürlich auch von der Weltwirtschaft ab, ja, wie die jetzt weiterhin Geld drucken, was die Fed macht und so weiter. Ansonsten kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass wir jetzt langsam mal einen Relief bekommen, dass wir von diesem Low ja zu diesem High irgendwo, ich denke mal, aus dieser Imbalance werden wir auf jeden Fall Reaction haben und dass wir hier irgendwo wieder zurückkommen in dieses Level der Weekly Imbalance. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier in das Level kommen und dann je nachdem, ob wir von hier aus wieder Support gewinnen, ja, dass wir von hier aus wieder Support gewinnen. Hier brechen wir dann ein Internal High und von dort aus hätten wir dann wieder weiterhin den bullischen Order Flow. Oder wir sehen natürlich, und das kann auch passieren, deswegen als Trader stellt man sich immer auf beide Szenarien ein, ganz, ganz wichtig. Es kann natürlich auch sein, aufgrund von der Wirtschaftskrise, dass wir einfach dann aus diesem Weekly Imbalance Level, in dem Moment, wo wir es gebrochen haben und einen Candle Close darunter haben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir unter diese ganze Sell Side nochmal gehen. Weil das hier, ja, ist jetzt nicht irgendwie ein explosives Movement daraus. Ja, das muss man immer klar bedenken, ne? Vor allem auch das hier alles Liquidity und ich denke mal, es wird für einen späteren Zeitpunkt noch interessant. So viel zu Dollar schon. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Euro. Habe ich diese Woche ja reingeschickt oder am Sonntag habe ich es reingeschickt, dass dieses Ziellevel angelaufen werden sollte. Schaut gut aus, Leute, dass wir das auf jeden Fall erreichen. Ich kann mir vorstellen, dass wir morgen dann eröffnen. Wir haben die Gap rein und dann auf Freitag werden wir dann einen leichten Relief bekommen, kann ich mir gut vorstellen. Dieses Level hier schaut interessant aus. Und dass wir da irgendwie wieder zurückkommen und die Woche somit abschließen. Genau, wie sah das jetzt im Lower Timeframe aus? Da auch eine Frage dazu. Was ist eine BPR? Ja, BPR steht für Balance Price Range. Ich schreibe es jetzt nochmal aus, weil wir das jetzt schon ein paar Mal hatten. Balanced Price Range. So, das ist eine sogenannte BPR. Das heißt, wenn ich hier BPR stehen habe, dann meint man Folgendes. Und zwar kommt die Lupe jetzt zum Einsatz. Uno momento. Hier auf der linken Seite sehen wir hier diese Unbalanced Price Action. Hier sehen wir die Unbalanced Price Action und hier. Das heißt, es ist einfach eine Zone, wo sehr, sehr, sehr häufig Liquidität herrscht, wo viele in Anführungsstrichen Lücken im Markt sind und diese Gaps werden halt immer und immer wieder gefüllt. In dem Moment, wo wir hier diesen Candle Close Treepin Pattern, wichtig, Liquidity Build, Spike, Mitigation. Für diejenigen, die schon öfter im Call sind, die wissen das. Spike Mitigation, da hatten wir hier diesen Docht, den man hernehmen kann. Das war die Mitigation und von dort aus den Drop. Auf diesem Treepin-Pattern ist immer alles aufgebaut. Wir haben immer Liquidity Build, Spike Mitigation. Und dort, Dienstag dann, dieser Drop war dann für mich deutlich, dass wir jetzt hier das High von der Woche kreiert haben.
Auch wieder schön zu sehen auf dem 800er Level, einfach psychologisches Level, war wieder auf dem Level von der VPR. Und von dort aus hatten wir dann den Drop. Heute noch mit den News schauen wir uns gleich an. Aber so sah das Ganze im Daily Chart aus. Und wir sehen, das ist ja alles relativ balanced. Wenn wir jetzt mal auch hier die Price Action anschauen, das ist alles immer relativ balanced. Hier auch im Endeffekt die Mitigation schon passiert. Hier die Mitigation passiert. Die einzige Zone, und das habe ich auch am Anfang der Woche eingezeichnet, die noch offen war, war hier diese Daily 1i. Und da hätte der Markt theoretisch noch hinkommen können auf das 500er Level. Das wäre so meine zweite Idee gewesen. Die erste war eben hier die VPR und von dort aus runter. Das ist jetzt genauso aufgegangen. Und die zweite Idee wäre eben gewesen, dass wir nochmal höher kommen zu FOMC und von dort aus den Drop sehen. Man kann sich immer auf beide Szenarien einstellen und dann einfach immer schauen, was gibt der Markt für eine Reaktion. Also verliebt euch dann nicht irgendwie in ein Setup. Ja, ganz, ganz wichtiges Thema. Never marry a trade. Emotionen sind was Wunderschönes, aber die haben im Trading nichts verloren. Verheirate dich nicht in einen Trade. Mega, mega, mega wichtiges Thema. Und genau, lass uns mal in den meinetwegen 30-Minuten-Chart schauen. Eine Sekunde, ich muss nur schon mein Handy laden. In den 30-Minuten-Chart schauen. Ich mache immer eine Top-Down-Analyse für diejenigen, die mich kennen, die wissen, Top-Down-Analyse ist das A und O. Das heißt, dass man den Higher-Timeframe mit dem Lower-Timeframe wirklich kombiniert, dass wir wirklich vom Monthly, vom Weekly, vom Daily-Chart runter in den H4, H1, M30, M15, M5, meinetwegen M1 gehen. Das ist so meine Philosophie. Einfach nur, weil ich gerne alles kombiniere. Weil die Meisterschaft bei Smart Money ist, dass man hier aus dieser gelben Zone, was war die gelbe Zone? Die gelbe Zone war die Daily VPR, richtig? Jetzt sind wir im M30. Und jetzt können wir eben schauen, okay, was hatten wir hier? Viele sagen hier, das ist eine Choppy Price Action. Und ich kann dich verstehen, wenn du sagst, das hier ist eine Choppy Price Action. Aber lass uns einfach mal anschauen, wie läuft im Endeffekt der Algo? Ja, wie läuft im Endeffekt der Algo? Wann gehen wir für Buy? Wann gehen wir für Buy Side? Wann gehen wir für Sell Side? Und was bleibt intakt? Ja, wenn wir jetzt hier mal anschauen, dieser Highs hier, dann sehen wir, das war Buy Side Liquidity. Die Buy Side Liquidity ist gepurged worden. Hier mit diesem High ist sie gepurged worden. Das heißt, wir haben einen Liquidity Spike über der Buy Side Liquidity. Wir können uns das gerne auch mal einzeichnen. Man kann sich hier so Vorlagen machen, kann ich euch empfehlen. Das ist sehr, sehr zeitsparend. Und dann können wir Buy Side Liquidity taken. Ja, hier die Buy Side Liquidity taken. Spannenderweise 14:30 Uhr. Ja, New York Session. Und danach hatten wir hier an diesem Order Block eine Reaktion. Bedeutet, wir können uns jetzt auch mal hier diesen Order Block anschauen. Und von hier aus hatten wir dann die Mitigation über diesem High. Wir wollen immer über Highs shorten. Aufgepasst, mitschreiben. Wir wollen immer über Highs shorten und unter Lows kaufen. Über Highs shorten, unter Lows kaufen. Merkt ihr, das wird heute noch ein paar Mal vorkommen. Deswegen hier wäre im Endeffekt valide zu verkaufen. Ich habe es nicht gemacht, weil es Montag war und Montag jetzt nicht mein Favorite Day ist, ehrlich gesagt, zum Traden. Aber das wäre definitiv möglich gewesen unter diesem Liquidity Pool. Und alleine hier hätte man sich ein schönes CRV framen können, wenn wir jetzt mal den Stop-Loss über dieses High nehmen. Warum über dieses High? Das ist ein Protected High. Das ist ein Protected High, weil es keinen Sinn mehr macht, dass der Markt über dieses High kommt, wenn wir hier schon Liquidity rausgenommen haben. Dann können wir den TP unter diesen Liquidity Pool setzen und alleine hier hätten wir dann schon ein 1:7er CRV auf dem Weg dorthin natürlich Partials nehmen, vielleicht einen Re-Entry suchen und dann bist du da good to go. Genau, fast forward, was war dann am Dienstag? Ja, Dienstag hatten wir hier um 11 Uhr diese deutliche Reaktion unter einen Low mit einer Imbalance. Davon kann man in meinen Augen ja wirklich von Displacement sprechen, dass wir wirklich einen deutlichen Move haben nach unten. Das war dann für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich interessiert weiterhin an Shorts, weil mein Daily Bias war im Endeffekt Short und ich habe dann nicht EU nach Longs gesucht. Ich weiß, ein paar von euch haben Long getradet. Für mich macht es wenig Sinn, wenn ich mich schon vor der Woche dafür entschieden habe, dass ich jetzt Euro, US-Dollar oder ganz egal welches Währungspaar, kann auch S&P sein, dass ich das Short traden mag. Zu S&P kommen wir später noch. Dann komme ich nicht auf die Idee, dann irgendwie zu kaufen, weil das ist dann genau das emotionale Lost in Lower Timeframes. Du hast eigentlich die Idee zu shorten, aber nur wenn mal im 1-Minuten-Chart ein scheinbarer BOS passiert, bist du auf einmal long. Und dann weißt du solltest gar nicht in dem Trade sein, bist komplett emotional, verkackst es im Trade Management. Du willst kaufen, verkaufen, alles auf einmal, bist total hektisch und könntest am liebsten die Tastatur gegen die Wand schmeißen. Kennt wahrscheinlich niemand hier. Ja, deswegen einfach stick to your plan. Es ist so, so wichtig. Stick to your plan. Wichtig. Ja, plan your trade and trade your plan. Schreib dir das auf. Genau.
Fast forward, ihr merkt schon, das ist heute wieder Freestyle-Call, weil mir so viele Sachen nochmal einfallen, wenn ich mit euch an den Charts bin. Aber wichtig ist, wieder zu schauen, okay, wie ist im Endeffekt der Algorithmus aufgebaut? Wenn ich von Algorithmus spreche, dann spreche ich vom Markt, weil all diese Muster, die sind im Endeffekt auf einem Algorithmus aufgebaut. Der Algorithmus läuft nach Time and Price. Und deswegen ist die Uhrzeit, in der gewisse Dinge so entscheidend. Es ist so entscheidend, die Uhrzeit, in der gewisse Dinge passieren. Deswegen sei da sehr, sehr bewusst darüber. Jetzt haben wir das Thema Imbalance und was mir auffällt bei einer Imbalance ist in letzter Zeit ganz, ganz häufig, dass die Imbalance öfter angelaufen wird. Wir haben es teilweise, dass die 50% sogar schon abgearbeitet werden und nachdem die Imbalance 50% abgearbeitet ist, ist es oftmals schon so gewesen, dass es dann im Endeffekt nicht mehr dann an den Punkt zurückkommt. Was ich jetzt beispielsweise für mich gemerkt habe, ist, dass der Markt häufig wieder an diese Zonen zurückkommt. Und deswegen, ja, kleiner Tipp, den habe ich jetzt erst letztens wieder vor kurzem, ehrlich gesagt, für mich selber entdeckt durch Backtester. Und zwar wirklich zu schauen, was sind die entscheidenden Candles und von welchen Candles haben wir jetzt wirklich deutliche Reaktionen. Und da mag ich mal, dass du dein Augenmerk, wir fangen jetzt einfach mal hier an, wir könnten schon früher anfangen, aber dein Augenmerk auf diese Candle hier richtest. Ja, auf diese Candle hier richtest, auf diese Candle hier richtest und auf diese Candle hier richtest. Und jetzt schreib mal bitte in den Chat, was diese Candle und diese Candle hier gemeinsam hat. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, ob es irgendjemand direkt errät, was ich damit meine. Ich finde den Chat nicht. Ich kann jetzt gerade nicht den Chat schauen. Richtig los. Eine Sekunde. Schreibt mal in den Chat. Was haben die Candles gemeinsam? Engulfing. That's good. Alles mitigated. Perfekt. Nimmt Liquidity. Nice. Leute, bin stolz auf euch. Liebe geht raus. Nee, komplett richtig. Was hier im Endeffekt passiert, zum einen richtig, Engulfing. Ja, jeder hat im Endeffekt Engulfing. Hier jetzt nicht das Allerschönste, aber vor allem nach dieser Candle haben wir immer eine deutliche Reaktion. Was auch definitiv stimmt, ist, dass es immer eine Mitigation gab. Es gab immer eine Mitigation. Auch hier sind wir über die Highs gekommen. Wir hatten hier nochmal über Highs, Liquidity Purge, sind hier nochmal über dieses High gegangen. Safe, wenn ich jetzt in Lower Timeframe gehe, dann finde ich hier irgendwo eine Imbalance, hundertprozentig. Und deswegen, von dort aus hatten wir dann den Drop. Wann? 9 Uhr. Was ist 9 Uhr? London Open. Interessant, oder? Und dann hatten wir hier diese Kerze, Mitigationer, Drop. Denkt dran, die Kerze hat die Candle mitigated. Die Kerze ist dann entscheidend für diese. Warum? Weil diese mitigated diese. Und jetzt spielen wir das Spiel weiter. Imbalance hat nicht funktioniert. Okay, was ist darüber? Diese Kerze hier. Und das mitigated sich alles nach und nach. Und deswegen war diese Candle hier für mich ein Mitigation-Block, den man hätte auf jeden Fall traden können. Wir können dann entweder hergehen und sagen, okay, wir wollen diese ganze Kerze nehmen oder wir nehmen einfach die 50%, was definitiv auch geht. Dann kann man irgendwo hergehen, kann die 50% nehmen. War hier scheinbar gar nicht. Nee, schade. Dann mal schauen, ob es in einem anderen Timeframe besser aussieht. Ah, okay, lol. Ja, hier sieht man schon, das war der Entry. Also diese Imbalance noch. Ja, und dann ist es perfekt abgearbeitet worden. Das heißt, da einfach zu schauen, okay, klar, das ist die erste Imbalance in M30, aber wenn wir in M15 gehen, dann sehen wir darüber ist auch noch eine. Und hier sehen wir den Order Block, die Mitigation. Und das war dann der valide Entry. Genau. Jetzt habe ich hier ungültiges Symbol. Perfekt. Dann lasst uns gerne mal weiterschauen zu dem heutigen Trade. Ich denke mal, ihr habt das vorhin eh schon in der Gruppe gesehen. Ich gehe direkt mal in den Chart. Und was hatten wir? Wir hatten ein relativ valides Setup. Warum? Weil uns war ja vollkommen bewusst, wo wir hinwollen. Uns war bewusst, wir wollen weiterhin dem Trend folgen, sprich bearish traden, richtig? Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie ist der Markt zur London Session gelaufen? Was hat er hinterlassen? Wie ist generell der ganze Tag so aufgebaut worden? Dann sehen wir hatten hier Asia und so weiter. Asia Range Manipulation hast du oft bei diesen Trendphasen dann nicht, logischerweise. Hier hatten wir dann diese letzte bullische Kerze, bevor der bärische Move kam. Das heißt, das hier war im Endeffekt die IC, Order Block, Sponsored Candle. Es gibt so viele verschiedene Namen. Aber das war ein interessantes Level, vor allem, weil wir hier auch die M3 Imbalance hatten. Und ihr habt hoffentlich vorhin ja aufgepasst und ich meinte, wir wollen immer über heiß shorten. Könnt ihr euch daran erinnern? Immer über heiß shorten. Und was man damit meint, ist Folgendes. Und zwar hier dieses High, hier dieses High. Und jetzt mache ich mal ganz kurz nochmal diese Retail-Logik mit euch durchspielen. So Leute, ich kann euch wirklich sagen, die meisten Retail-Trader,
die traden ja Support Resistance. Das bedeutet, die sehen hier irgendwo diese Zone, der Markt kommt hin und dann wollen die meinetwegen hier irgendwo verkaufen. Ja, setzen einen Stop-Loss hier drüber, über den High und dann so, bla. Und das Ding ist, jetzt kommt der Markt, also ist logischerweise für hier. Und jetzt kommt der Markt und kommt und die Leute denken, die sind hier protected über diesem High und da haben die ihren Stop-Loss. Und Smart Money denkt sich in dem Moment einfach, dein Stop-Loss ist mein Entry. Dein Stop-Loss ist mein Entry. Denk nach. Hier haben die ganzen Retailer ihren Stop-Loss. Was braucht man, also was faktisch, was braucht man, um eine Order auszulösen? Es braucht immer eine Gegenposition. Es muss immer einer Geld verlieren, dass der andere Geld gewinnen kann. Ja, das Geld transferiert sich von den Ungeduldigen zu den Geduldigen. Und deswegen, die ganzen Leute, die hier schon short waren, die waren halt einfach zu früh. Und deswegen geduldig, abwarten. Und ja, hier ist es vielleicht emotional und du denkst dir, boah, was ist, wenn der Markt jetzt ohne mich dreht? Dann hast du aber Fear of Missing Out. Ja, dann hast du die Angst, was zu verpassen und dann bist du schon von vornherein emotional. Und deswegen abwarten, abwarten, abwarten. Hier hatten wir dann 14:15 Uhr. Ich gebe zu, ich kann es verstehen, dass man hier nicht reingeht, weil direkt 14:30 Uhr dann die News waren. Ich war mir sehr, sehr confident in dem Ganzen, bin ich euch ehrlich. Ich habe nämlich hier direkt gesehen, okay, wir haben den Drop aus diesem Level raus, wir haben hier darunter geschlossen. Spätestens hier war ich dann eh Break-Even, das heißt, ich war eh schon BE und dann wusste ich, okay, die News kann ich den Trade drin lassen. Hat super funktioniert, durch die News ist der Trade dann hier runtergekommen und ich konnte den Großteil meiner Profite realisieren unter diesem Low. Und jetzt kommen wir zu der anfänglichen Frage, wann nehmen wir Profite? Und jetzt wird es interessant, weil ich hatte heute ganz offen gesagt im Trade Management eben einen Fehler, weil ich eins vergessen habe. Und zwar, ich war so ein bisschen verliebt in diese bärische Idee. Und die bärische Idee, die ist natürlich weiterhin intakt. Aber ich habe mich verliebt in die Richtung. Und ich dachte, und das war dann der Moment, wo ich BE kassiert habe, ich dachte, dass wir hier aus diesem Level im Endeffekt einen weiteren Entry finden. Diese Kerze fand ich interessant. Und dann war ich hier nochmal in einem Re-Entry drin. Können ja ganz transparent reden. Hier war ich nochmal in einem Re-Entry drin und ich dachte mir, yo, hier auf 107, das ist nochmal ein schöner Trade. Und dann bin ich ausgestoppt worden. Ja, ganz ehrlich, ihr habt das eh gesehen am Anfang vom Call, wo ich die Zahlen gezeigt habe. Dann bin ich hier ausgestoppt worden. Ne? War natürlich ärgerlich, weil ich kurz danach gesehen habe, der Markt ist in meine Richtung gelaufen. Ne? Aber was wäre der valide Hedge gewesen? Und zwar, wir sehen ja, der Markt ist von Buy-Side zu Sell-Side gegangen. Das heißt, wir haben als erstes die Buy-Side-Liquidity über diesem High genommen und danach sind wir unter diese Sell-Side-Liquidity gegangen. Und jetzt mag ich euer Augenmerk auf Folgendes bringen, und zwar, wie sind wir oder wie haben wir reagiert im Endeffekt? Ich zeige es euch in Lower-Time-Frames einfacher. Wie haben wir reagiert? Wir haben dann unter dem Low reagiert und zwar sehr, sehr deutlich. Hier hatten wir einen sehr, sehr deutlichen Move. Und das war dieser Switchover zur New York New York AM Session. Ja, um 15:30 Uhr ist die New York Stock Exchange Opening. Ja, New York Stock Exchange Opening ist 15:30 Uhr. In Amerika ist es 9:30 Uhr. Ja, und da müsst ihr im Endeffekt immer schauen, okay, was kommt jetzt für eine Bewegung im Markt? Ja, wohin will Smart Money jetzt als nächstes? Und was ich hätte intuitiv machen können, einfach nur für einen validen, also das war mein Learning heute, deswegen erteile ich es mit euch. Ich war ja hier oben short und deswegen, ja, ich habe da meine Partials genommen, Runner war drin, alles gut. Was ich hätte machen können, rückblickend, wäre hier einen Hedge zu machen. Ja, ich habe jemanden, also jemand aus, ein Freund von mir, der hat im Endeffekt hier den Hedge gemacht und es war super smart, weil der hat hier einfach gekauft. Das heißt, der hatte hier so einen 3 Pips SL und hat einfach hier gekauft und der war innerhalb kürzester Zeit auch wieder bei einem 1:5er. War dann hier BE direkt. Ja, weil spätestens nach der Reaktion, wo wir über dieses High gehen, kannst du hier BE ziehen und dann bist du risikofrei, lässt den Trade laufen, ne? Kannst hier locker über diese Highs ein paar Prozente machen, ne? Und dann bist du good to go. Worst case, du bist hier halt wieder ausgestoppt, alles cool, aber du hast einen Hedge. Ja, und das ist so ein Learning, was ich euch als auf den Weg mitgeben kann. Und zwar schaut mal an, wie reagiert der Markt unter Highs oder über. Oder unter Lows, sorry, unter Lows und über Highs. Haben wir dann Displacement, haben wir deutliche Moves, reagieren wir aus beispielsweise einem Orderblock, reagieren wir aus einer Inefficiency, darauf könnt ihr immer sehr, sehr deutlich achten. Ja, hier sehen wir dann, der Markt hat dann hier die Korrektur wieder gemacht. Hier
Das war tricky, Leute. Hier habe ich überlegt, in einen Trade zu gehen. Ich wollte hier dann nochmal shorten an dieser Sutter Candle, weil es immer relativ interessant ist, an solchen Punkten auch zu shorten. Ich spreche in dem Falle von dieser Candle hier. Und da dachte ich mir, soll ich da short gehen? Das Ding ist, ich war da am Auto unterwegs und ich habe mir selber gesagt, dass ich nicht am Handy trade. Vor allem, wenn es keine Spaß-Accounts sind, sondern wenn es wirklich um was geht, dann trade ich nicht am Handy. Und deswegen bin ich nicht in den Trade gegangen. Ich bin jetzt nicht böse drüber, weil der Markt hat jetzt hier einfach sideways gemacht, ne? Für mich ist nach wie vor natürlich das bärische Szenario intakt. Also ich will nach wie vor den Markt im Endeffekt weiter bärisch sehen. Einfach nur, weil, muss ich glaube nicht erzählen, oder? Wenn wir uns den Daily Chart anschauen, macht es halt jetzt faktisch keinen Sinn, einfach da irgendwie auf die Idee zu kommen, zu kaufen. Ja, natürlich kann man sagen, hey, wir haben jetzt aber eine Gesamtkorrektur und jetzt könnte ja mal was kommen und so weiter. Definitiv bin ich bei dir. Wir sind im Discount-Bereich. Bedeutet, wir können theoretisch natürlich irgendwo hier jetzt aus dem 61er, 62er, 71er einen Retracement sehen. Aber wir sind ja nicht irgendwelche Fibonacci-Trader, die blind wegen einem Fibonacci irgendwie kaufen. Das macht ja keinen Sinn. Wir wollen ja mehrere Confirmations. Und deswegen für mich diese Daily Imbalance nach wie vor sehr interessant. Will ich auf jeden Fall noch sehen. Und von dort aus kann ich mir vorstellen, dass wir einfach einen kleinen Relief haben und die Woche somit beenden. Genau, ich würde sagen, wir schauen mal weiter zu S&P. Bei S&P bin ich gerade long. Schaut gut aus. Genau. Und was sehe ich da? Was will ich da im Endeffekt allgemein sehen? Wir können mal uns das Ganze anschauen hier. So, wir haben hier die Buy-Side-Liquidity, diesen Buy-Side-Liquidity-Pool, der nach wie vor interessant ist. Hier bei diesem Chart sieht man es jetzt nicht so geil, weil es der Under Contract ist. Aber hier haben wir auf jeden Fall noch eine interessante Gap. Und ich persönlich will sehen, dass wir als erstes diese Buy-Side-Liquidity rausnehmen, bevor wir dann für die ganze Sell-Side gehen. Ich muss leider sagen, dass aufgrund der politischen Situation, und ich habe mich da letztens wieder maßlos darüber aufgeregt, wenn ihr so ein bisschen mitverfolgt, was auch gerade so in der Politik abgeht mit der WHO, also mit der deutsche Sprache, schwere Sprache. Die WHO ist das Weltgesundheitszentrum, kann man sagen. Ja, World Health Organization, so rum. Und ja, die dürfen jetzt tatsächlich also die Politik, allgemein auch die deutsche Politik, alle, ja, haben sich im Endeffekt zu absolut einem echt erschreckend, ja, wirklich erschreckend. Aber die haben sich alle zu der Mehrheit dafür entschieden, ne, dass die WHO, ja, einen Klaus Schwab, einen Bill Gates, dass die im Endeffekt jetzt bei Pandemiefällen über die ganze Welt regieren können, über alle Staaten hinweg. Und das Interessante ist, die müssen nicht mal begründen, ne, was es für eine Pandemie gibt. Die können jetzt einfach sagen, out of nowhere, hier ist der neue Virus und wir regieren jetzt die Welt. Ziemlich fucked up, hängt natürlich mit dem Great Reset zusammen, mit deren Plan bis 2030. Und das nächste, was kommen wird, sind Klimalockdowns. Hier, mark my words, 25. Mai, das nächste, was kommt, sind Klimalockdowns. Und davon können wir unglaublich, unglaublich profitieren in den Finanzmärkten, ne? Wenn wir da einfach mal eins und eins zusammenzählen. Deswegen in dem japanischen Schriftzeichen für Krise steckt auch das Wort Chance. Deswegen, jede Krise ist eine Chance. Und deswegen, Ender schreibt hier rein, thank God, I'm a trader. Es spielt keine Rolle, ob der Markt bärisch geht, ob der Markt bullisch geht. Wir können beide Richtungen uns positionieren. Und ich kann mir eben vorstellen, dass wir die nächsten ein, zwei Jahre, ja, deutlich, deutlich fallende Kurse sehen werden und dass wir uns da natürlich klasse positionieren können. Genau. So, jetzt habt ihr ein paar Infos bekommen zu der aktuellen Weltpolitik und was da so abgeht. Das wird auf jeden Fall crazy. Hier haben wir eine Weekly Imbalance. Die Weekly Imbalance, die war auf jeden Fall interessant. Warum? Weil hieraus hatten wir noch ein Daily Gap Level, haben reagiert, reagiert, reagiert. Hier auch diese Daily Gap Level, reagiert, reagiert, reagiert. Wir schließen im Endeffekt bullish raus. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Markt von hier aus weiter bullish geht. Hier hatten wir dann noch einen Order Block, den hier, von dem aus haben wir reagiert. Im H1 ist der, glaube ich, cleaner nochmal. Ja, genau. Hier hatten wir einen interessanten Punkt. Wir sind hier nochmal unter Lows gegangen, aber wichtig, dieser Orderblock ist dann für später nochmal interessant geworden in der Kombination mit diesem Gap-Level. Und von hier aus hatten wir jetzt diese klassischen Treppenstufen und deswegen habe ich mich hier für einen Long entschieden. Und genau, bin jetzt mal gespannt, was der Markt macht. S&P gefällt mir in letzter Zeit nicht allzu gut. Ihr wisst, normalerweise habe ich immer mehr Indizes getradet.
Aber in letzter Zeit gefällt mir Euro-US-Dollar und generell die Forex-Parte viel, viel besser. Und deswegen habe ich da aktuell meinen Hauptfokus drauf, weil das, ganz ehrlich, finde ich alles so ein bisschen choppy und deswegen nicht mein Favorite Paar aktuell. Deswegen konzentriere ich mich eher auf EU und GU und so weiter. Genau. Aber lass uns mal weiterschauen zu dem BTC. Interessiert auf jeden Fall auch einige. Hier habe ich eine simple, simple Analyse, ehrlich gesagt. Das Ding ist, bei Bitcoin, du kannst Bitcoin so simpel traden, ne? Es sind so clean Level, wo der Markt immer reagiert. Das ist echt teilweise zu einfach, um wahr zu sein. Und zwar sehen wir hier einfach die Candle Closes, wie der Docht ja auch immer reagiert hat, wie der Markt hier immer geschlossen oder eröffnet hat. Es sind einfach ultra clean Level. Und hier sehen wir auch heute durch den Move hatten wir dann diesen Drop. Und genau, was kann ich mir vorstellen? Ganz deutlich, ganz klar, 4 Stunden Imbalance, das ist die nächste interessante Zone für mich. Und da sehe ich den Markt bei circa 23K. Das kann ich mir gut vorstellen. Und deswegen, ja, das sehe ich aktuell dafür. Natürlich, über diese Level hier unten, da will keiner sprechen, weil jeder sieht Bitcoin to the moon, kann ich verstehen. Aber Leute, seid vorsichtig, beschäftigt euch immer mit vielen Dingen behind the scenes. Ja, nicht irgendwie nur so oberflächliche Dinge, sondern wirklich so behind the scenes Wissen ist immer sehr, sehr wichtig. Gold, unfortunate, unfortunate. Ja, ich hatte hier im Endeffekt diesen Short eigentlich auf dem Schirm von diesem Level raus, aber hat er mir nicht gegeben, vollkommen in Ordnung. Und genau, kann ich rausmachen. Jetzt diese gelbe Zone hier noch interessant. Monthly können wir uns das auch mal anschauen. Das Ding ist, Leute, langfristig, ja, langfristig müssen wir nicht drüber reden, ne? Sehe ich Gold deutlich, ja, deutlich bullish, vor allem hier über diese Buy-Side-Liquidity. Das schaut einfach zu clean aus. Diese ganzen Highs, das ist zu viel Liquidity, das schaut einfach zu clean aus. Zudem, Robert Kiyosaki, einer der erfolgreichsten Finanzbuchautoren aller Zeiten, ne, sagt auch, dass der fundamentale Wert von Gold auf jeden Fall immer steigen wird, weil Gold hat einfach seinen Wert. Ja, Gold hat einfach seinen Wert. Und deswegen, genau, kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier auf über 2K langfristig stabil kommen werden. Und yes, es macht Sinn, Gold sich anzuschauen, da immer wieder dabei zu sein. Diese Weekly DPR ist mein nächstes Level. Da kann ich mir vorstellen, dass wir hinkommen, weil dann kommen wir auch in den Discount. Ja, wenn wir nämlich von diesem Structure Low zu diesem Structure High gehen, dann haben wir hier interessanterweise auch noch das 61,8er Level auf dieser Weekly DPR. Deswegen von hier aus kann ich mir gut vorstellen, dass wir ein nächstes Higher High kreieren. Das ist so die ursprüngliche Idee, die ich jetzt habe. Und genau, wir werden sehen. Bitte nicht hier einfach blind kaufen, sondern hier von diesem Level einfach warten, bis wir irgendwie sowas haben. Ja, ihr kennt das Game. Einfach warten, bis wir Liquidität nehmen und dann bei der Mitigation nach dem BOS einsteigen. So habt ihr einen bestätigten Entry und könnt im Endeffekt da mit yes, Bestätigung einfach kaufen. Es macht mehr Sinn, wie einfach einen Falling Knife zu kaufen. Ja, die sagen, also wenn ich von Falling Knife spreche, Falling Knife bedeutet, dass der Markt einfach droppt. Ja, das wäre genauso wie wenn du jetzt EU kaufen magst. EU ist gerade aktuell, schau dir mal den Daily Chart an in EU, ist aktuell ein Falling Knife. Ja, wenn du jetzt einfach nur blind das Ganze kaufen magst, macht wenig Sinn. Worauf ich achten würde, ist, bis wir mal einen Daily High oder so brechen. Wenn wir mal einen Daily High brechen, mit Displacement, mit einer Inefficiency, Imbalance, dann, ja, ist es interessant. Aber nicht jetzt einfach blind reingehen. Kann ich euch nicht empfehlen. Genau, yes, Leute, das ist so meine Watchlist. Ihr seht, meine Watchlist hat sich tatsächlich ein bisschen verringert. Früher hatte ich da ja noch mal ein bisschen mehr auf dem Schirm. Ich bin noch fokussierter jetzt eben nur auf diese Währungspaare. Und ich habe gemerkt, es hilft. Ja, es hilft tatsächlich. Gerade so bei EU gibt mir aktuell so viele Möglichkeiten, dass ich gar nichts anderes brauche. Und deswegen, study a few pairs and they will pay you for the rest of your life. Das ist zu 100% true. Und deswegen fokussiert euch drauf. Yes, with that being said, habt ihr irgendwelche Fragen? Habt ihr irgendwas, was euch interessiert? Wenn ja, dann schreibt es bitte in den Chat. Wenn ihr keine Fragen mehr dazu habt, dann kann ich euch entweder noch ein bisschen was an den Charts zeigen oder ich zeige euch so ein bisschen was zu Krypto. Zu der ganzen Geschichte, was ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert habe mit der absoluten Kontrolle, wie man sich gegen schützen kann, was interessante Projekte sind, die da dahinter stecken. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann können wir das auch sehr, sehr gerne machen. Gebt gerne mal Bescheid. Ich lade schon mein MacBook und dann kommen eure Fragen gleich rein. Ich freue mich. So, perfekto.
Easy. Perfekt. Jetzt seh ich hier ein paar Fragen. Alright. Hier kommt auf jeden Fall eine Frage rein. Sollte man Aktien wie Meta und Apple deiner Meinung nach bald verkaufen? Also dazu, ich kann natürlich keine Anlageberatung machen, ja, weil ich dafür nicht berechtigt bin, was eine sehr, sehr alte Investmentregel ist von Warren Buffett tatsächlich. Warren Buffett meinte mal, dass man Aktien besitzen sollte von den Unternehmen, die man nutzt. Ganz simpel, ganz einfach, kann man sich gut merken, ne? Wenn du jetzt beispielsweise Apple nutzt, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, irgendwo Apple-Aktien zu haben. Wenn du jetzt beispielsweise Amazon nutzt, dann macht es auch Sinn, Amazon zu haben. Wenn du jetzt beispielsweise Tesla nutzt, dann, hey, kann ich dir irgendwo den Tipp geben, Tesla-Aktien zu holen, wenn du davon überzeugt bist. So, wir müssen natürlich davon ausgehen, dass Aktien und generell der ganze Finanzmarkt gerade aktuell sehr, sehr, sehr künstlich aufgeblasen sind. Man sieht es aber in sämtlichen Märkten, beispielsweise auch bei den Uhren. Ja, wenn ihr euch so ein bisschen für Uhren interessiert, dann wisst ihr auch, Uhren sind through the roof. Ja, der Preis ist explodiert. Ja, die Märkte sind komplett überbewertet. Das liegt einfach daran, dass die Fed, ja, Geld druckt ohne Ende. Die EZB Geld druckt ohne Ende. Die ganzen Zentralbanken, die drucken Geld ohne Ende. Und so viel, jetzt haben wir so viel Geld im Umlauf, dass natürlich alle Vermögenswerte steigen. Das heißt, alle Aktien, alle Unternehmen, alles steigt. So, wenn wir jetzt aber dann beispielsweise unser Finanzsystem durch einen Black Swan Event komplett auf den Kopf stellen, dann wird alles umso mehr droppen. Deswegen für mich persönlich aktuell nicht die beste Zeit, irgendwie große Investments dahingehend zu machen, wenn es so um langfristige Buy and Hold geht. Auch beispielsweise Immobilien kann ich euch jetzt gerade nicht empfehlen, sondern ein bisschen die Füße stillhalten. Ne? Es wird nämlich richtig, richtig, richtig interessant. Ja, weil einer der. Ach, wenn man allein diesen Namen ausspricht, dann hat es so einen bitteren Beigeschmack. Aber Rothschild, ja, Rothschild, man kann von denen halten, was man mag, so. Ich halt eher Abstand, aber was die wissen, ist, wie Geld funktioniert. Und Rothschild meinte mal, du musst kaufen, wenn das Blut auf den Straßen ist, selbst wenn es dein eigenes Blut ist. Was er damit meint, ist, wenn der Finanzmarkt im Endeffekt komplett crasht, wenn alles im Endeffekt Blut hat, dann musst du kaufen, selbst wenn es dein eigenes Blut ist. Und das finde ich unglaublich smart dahingehend, weil im Umkehrschluss meint er damit einfach, buy low, sell high, kauf günstig ein, verkauf teuer. Das heißt, wenn du gerade aktuell gute Profite realisiert hast mit deinen Aktieninvestments, dann nimm den Profit. Wenn du beispielsweise sagst, hey, ich bin happy mit dem, was ich gerade habe. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich glaube langfristig an dieses Projekt, ich sehe das auf 10, 15, 20 Jahre, hey, dann kannst du es auch halten. Ja, wie gesagt, das ist deine Entscheidung. Aber nur das im Hinterkopf bitte behalten, dass unsere Märkte aktuell absolut überbewertet sind und dass ich mir vorstellen kann, dass es sich bald regulieren wird. Generell, womit beschäftigst du dich fundamental? Gerade das mit Kryptos. Ich bin sehr, sehr, sehr aktiv, sage ich mal, auf verschiedenen sozialen Netzwerken, wo ich mir viele Informationen hole. Ich schaue sehr viel Go Live, wo ich mir viele Informationen hole. Deswegen auch die Frage von dir, Alia, was sind so die Go Live Educator, die ich schaue? Im Kryptobereich gibt es im Endeffekt klar einen Mike, einen Curtis, die ich super gerne schaue, einen Charlie Del Sol, der im Smart Money Trading mega fit ist. Es gibt aber so viele verschiedene Trader. Corinna ist beispielsweise auch richtig interessant. Die geht so weit, dass die beispielsweise den Birth Chart, also die Geburtschart von dem Bitcoin analysiert. Da wirst du lernen, was beispielsweise die Charakteristiken von Neumond und Vollmond sind auf dem Kryptomarkt. Das ist absolut krass. Deswegen auch das ist sehr, sehr interessant. Bei Go Live logischerweise Rock Humor, den wir letzte Woche auf dem Call hatten. Shoutout nochmal an dich, Gabriel, dass du das Ganze organisiert hast. Richtig, richtig geil. Und Zachary Hogan, Jordan Morgan, ne? Beide mega, mega starke Trader. Wie Valentino, kleiner Expertentipp für die ganzen TBX-Trader. Wie Valentino ist auch ein sehr, sehr guter Smart Money Trader, kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Einen Lex Wave, den ich richtig geil finde, ist immer 14 Uhr live. Ja, Leute, es gibt so viele Go Live Educator. Schaut euch einfach selber verschiedene an. Zach McDonald macht viel mit Wyckoff. Es gibt so viele verschiedene Educator, die im Endeffekt studieren können. Ich limitiere mich da gar nicht. Ich schaue da auch immer neu im Endeffekt bei vielen anderen Leuten dazu. Ich habe gestern erfahren, dass ein Go Live Educator mittlerweile auf dem besten Weg da ist, die Nine Figure zu knacken, also neunstellig zu gehen, über 100 Millionen. Und er ist auch auf Go Live, also auch von ihm können wir im Endeffekt lernen. Und es ist so ein bisschen ein Underdog. Ja, also oftmals sind es die Menschen, von denen man es gar nicht erwartet. Und wichtig, bei Go Live geht es mir persönlich gar nicht mehr so krank darum,
irgendwie Setups zu finden, wenn ich meiner eigenen Analyse vertraue. Ja, ich vertraue meiner eigenen Analyse. Wobei, was ich so interessant finde bei GoLive ist, wie denkt der Trader? Wie denkt der Trader, wenn er die Märkte anschaut? Auf was achtet er? Ja, was hat er für ein Mindset, wenn er beispielsweise in einem Trade drin ist? Das finde ich super interessant. Und deswegen bei mir kommt es so häufig vor, wenn es beispielsweise, keine Ahnung, 12 Uhr abends ist, 1 Uhr nachts oder so, ich schaue einfach, wer ist live auf GoLive, dann sehe ich da ein Gesicht, was ich noch nie gesehen habe, ich klicke rein. Ob das mein System ist oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle, weil ich lerne einfach von erfolgreichen Tradern. Weil es gibt so viele Wege, die nach Rom führen. Es gibt so viele Wege, die nach Rom führen. Und viele denken immer, es ist das Technische. Mir fehlt noch Wissen. Aber es ist gar nicht dieses Technische, sondern eher deine emotionale Kontrolle. Und die emotionale Kontrolle, die ist einfach im Mangel, weil du noch nicht genug Erfahrung gesammelt hast im Markt. Oder weil du einfach nicht diszipliniert genug bist. Oder weil du noch komplett verhaftet bist an Zahlen, weil du die ganze Zeit in Geldbeträgen denkst. Wenn du die ganze Zeit denkst, boah, heute habe ich 100 Euro gemacht, heute habe ich 500, heute habe ich 1000 Euro gemacht. Das Problem ist, dass du es immer emotional verknüpfst. Wenn du dir denkst, boah, heute habe ich 1000 Euro gemacht, dann verknüpfst du das immer mit so, ja, also von den 1000 Euro kann ich jetzt in Urlaub fliegen, von den 1000 Euro könnte ich meine Miete bezahlen. Und dann hast du immer eine emotionale Verknüpfung. Genauso wie 100 Euro. Ja, davon könnte ich mir neue Nikes holen. So, auf gut Deutsch gesagt, scheiß mal auf die 100 Euro, auf die 1000 Euro, denk einfach an Prozenten. Denk einfach an Prozent, ne? Und du bist cool. Dich juckt es nicht. Du kannst 1000 Euro, 10.000 Euro machen. Es sind 1%. Du hast 1% gemacht. Und somit kannst du dich halt komplett davon lösen, weil das ist so eine Sache, die ich immer und immer und immer wieder sehe. Die meisten Menschen haben so eine emotionale Achterbahnfahrt, weil sie die ganze Zeit nur in Geldbeträgen denken und die Geldscheine vor dem Auge haben. Und das kann halt oftmals dazu führen, dass du extrem, extrem, extrem emotional bist. Dass du dir unglaublich viel Druck machst und Druck erzeugt immer nur Gegendruck. Und dann kommst du halt in so einen State of Overtrading. Und das ist halt nicht so dienlich, ne? Deswegen, ja, mega, mega wichtig. Ansonsten Kryptos, also ich persönlich nutze mein Lieblingssoziales Netzwerk ist Twitter. Deswegen bin ich da gerne unterwegs. Und da kann man sich auch coole Informationen holen. Ansonsten gibt es natürlich auch viele private Gespräche mit Freunden, die halt selber sehr, sehr tief in den Kryptos drin sind. Und ja, das ist so das Wichtigste. Genau. Ab wann hörst du auf zu traden, weekly, daily? Meinst du jetzt irgendwie mit Profitzielen oder so? Erklär mal genauer. Genau. Es gibt viele, ja, beispielsweise Gabriel schreibt rein, es gibt viele Aktien, die beispielsweise super interessant sind. Artificial Intelligence, ja, wenn wir über AI sprechen, über künstliche Intelligenzen. Natürlich gibt es da sehr, sehr viele geile Potenziale, gerade im Web 3.0-Bereich und so weiter. Das ist mega geil, definitiv. Ab wann schätzt du, werden die CBDCs in der Eurozone eingeführt? Die starten es schon. Also, es hat schon angefangen. Das hat schon angefangen im Background. Ist nur noch nicht offiziell. Ich denke mal, so offiziell wird es ab 2024, ab 2025. Welche Investments machen aktuell für dich Sinn? Das beste Investment, was du machen kannst, ist immer das Investment in dich selbst zu 100%. Das wird auch immer meine Antwort bleiben, weil ich so oft Menschen sehe, die versuchen irgendwie diesen einen Coin zu finden, der alles verändert, ja, ohne zu realisieren, dass du selbst das größte Projekt bist, in dem du jemals arbeiten wirst. Und dein persönliches Wachstum, dein finanzielles Wachstum, das ist wie ein Thermostat. Wenn du beispielsweise im persönlichen Wachstum hier oben bist, dann wird sich dein finanzielles Wachstum nach und nach einfach angleichen. Wenn aber auf einmal dein finanzielles Wachstum durch einen Lottogewinn, ich habe das Beispiel heute schon mal genannt im Call, durch einen Lottogewinn auf einmal da oben ist und dann ist deine Persönlichkeit aber hier unten, ne, dann wirst du dein Geld für, du weißt schon, ausgeben und alles danach ist wieder down. Und es ist halt nicht wirklich sinnvoll. Deswegen kann ich dir wirklich sagen, das beste Investment ist das Investment in dich selbst, dass du natürlich beispielsweise auf Events gehst, dass wir jetzt auch am Wochenende haben, dass du sowas mitnimmst. Das ist das beste Investment. Aber ich weiß, die Frage, die zielt auf was anderes ab. Und was sind die besten Investments für mich? Ich persönlich sehe unglaublich viel Potenzial die nächsten Jahre in den Kryptowährungen. Ich gebe euch jetzt halt einfach mal so ein bisschen was mit, wo ich euch mal, ohne dass es jetzt irgendwie eine Anlageberatung ist oder dass ich sage, hey, ihr müsst diese Kryptowährung kaufen, ne? Mach deinen eigenen Research. Ja, mach deinen eigenen Research, aber ich kann dir beispielsweise mal so ein bisschen einen Einblick geben, worauf ich beispielsweise achte. Ich schaue immer darauf, was löst das für ein Problem? Das heißt, wenn ich irgendwo investiere, dann frage ich mich immer, welches Problem wird danach, also welches Problem wird gelöst?
Wenn halt kein Problem gelöst wird, dann ist es halt auch wahrscheinlich nicht das beste Projekt. Ja, weil ihr solltet nicht auf die Idee kommen, irgendwelche Meme-Coins oder so zu kaufen und euer letztes Geld damit zu verbraten. Das macht dann echt keinen Sinn, Leute. Und deswegen da immer Fokus bewahren. Ganz, 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 ganz wichtig. Alright, wir können gerne mal so ein bisschen reingehen und ein paar Coins uns anschauen. Vorab mag ich euch aber mal zeigen, was im Endeffekt kommen wird. Was kommen wird, ist das hier. Vielleicht kennt ihr dieses Schaubild schon. Wenn nicht, dann tut mir leid, dass ich dich jetzt ein bisschen schockieren muss, aber das ist tatsächlich die Realität. Wir haben hier ein mega kompliziertes Schaubild. So kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Wir sehen hier in der Mitte sind CBDCs. Das steht für Central Bank Digital Currencies. Das heißt staatlich zentralisierte Kryptowährung. Nicht dezentralisierte Kryptowährung, sondern zentralisierte Kryptowährung. Weil ihr alle wisst ja, die Power von der Blockchain ist, dass man in der Blockchain nichts verfälschen kann. Alles ist öffentlich einsehbar. Das heißt, du kannst auch nicht irgendwie mal was hintenrum machen. Ja, weil jeder kann im Endeffekt alles einsehen. Und deswegen hat natürlich auch der Staat gemerkt, hey, interessant. Ja, dann kann ja keiner mehr Steuerhinterziehung machen. Wir sehen jetzt ja alles. Und deswegen ist es halt eine interessante Nummer, mit CBDCs zu arbeiten, ne? Weil du halt alles im Endeffekt digital hast. Ja, es gibt kein Bargeld mehr in dem Sinne. Und was damit verknüpft wird, ist die digitale Wallet. Ja, für diejenigen, die dann ganz verrückt sind, in Schweden haben das schon ein paar, dann ist es nicht mehr eine digitale Wallet, sondern die haben dann halt einen Chip im Arm. Ja, ich habe original schon Leute kennengelernt, die einen Chip im Arm haben und mit diesem Chip bezahlen die. Auf diesem Chip haben die ihren Reisepass, ihren Personalausweis und den haben die einfach implantiert. Ja, hört sich jetzt total crazy an, aber glaubt mir, in ein paar Jahren sind die Menschen so brainwashed, dass sie es wünschen, dass sie es unbedingt haben wollen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ja, in ein paar Jahren werden die Menschen danach rufen. Ja, wie 2020, 2021, wo jeder auf einmal auf die Idee kam, dass es richtig geil ist, sich eine Spritze in den Arm zu jagen. So genauso wird es im Endeffekt mit diesen Chips sein. Ja, es wird so hingedreht, dass der Mensch das aus eigenem Wille macht. Obwohl jeder, der eins und eins zusammenzählt, halt einfach weiß, okay, ist halt schon eine größere Agenda, die da dahinter steckt. Aber um jetzt da nicht zu tief einzugehen, was ist auf dieser digitalen Wallet? Das ist im Endeffekt deine Bankdaten, du hast deine ID, das heißt dein Personalausweis, dein Führerschein, all diese Geschichten. Darunter läuft im Endeffekt der Credit Score. Ja, das ist einfach ein numerisches System, wo du als Bürger eingeteilt wirst. Okay, bist du irgendwie ein guter Bürger, bist du ein schlechter Bürger? Wie schaut es so um deinen Impfstatus aus? Wie schaut es um den Social Media Content aus, den du postest? Ach, du postest ein bisschen was von Andrew Tate. Okay, Social Credit Score geht nach unten. All diese Sachen, Leute, die werden jetzt schon im Background getrackt, ob du es glaubst oder nicht. Wie steht es um deine Schulden, um dein Einkommen? Wie schaut so deine Strafverfolgung aus? Was hast du da so gemacht? Und dann bekommst du so eine Nummer. Und wenn die Nummer halt schlecht ist, dann sagen die, ja, sorry, kannst jetzt halt nichts bei Amazon bestellen. Wie? Du magst jetzt nach Ibiza gehen, Urlaub machen? Nee, dein Personalausweis und dein Reisepass ist gesperrt. So, es wird so weit gehen. Und deswegen kann ich euch wirklich sagen, das Thema Decentralized Finance, unglaublich wichtig. Und wir haben bei IAM einen ganzen Channel für Decentralized Finance. Werdet euch dessen bewusst, ja? Was sind jetzt Projekte, die ich interessant finde? Das hier. Ja, schaut auch wieder super kompliziert aus. Das sind Projekte, die ich interessant finde. Warum? Weil die hängen halt hinter den CBDCs. Das heißt, die CBDCs, die hängen halt mit gewissen Projekten zusammen. Ihr könnt euch da gerne einen Screenshot machen. Mach, was du machen magst. Ihr kennt vielleicht ein paar Projekte, IOTA, Quant, Hedera. Man sagt, Hedera ist so das Apple vom Web 3.0-Bereich auch irgendwo. Und deswegen, es gibt super, super viele interessante Projekte. Hier nochmal ein kleines Cheat Sheet, dass ihr da einfach nochmal einen Überblick bekommt, was so die verschiedenen Projekte sind, was da so im Endeffekt der Use Case dahinter ist. Und dann, wie gesagt, macht euren eigenen Research. Interessanterweise sind das Projekte, die so ein bisschen unterm Radar teilweise noch sind, aber im Background geht da auf jeden Fall einiges, weil die lösen ein großes Problem. Ja, die lösen ein großes Problem und darauf achte ich halt persönlich immer, dass das Investment, was ich tätige, irgendwo ein Problem löst. Ja, weil ich weiß, Unternehmer werden auch dafür bezahlt, indem sie Probleme lösen. Und genauso ist es bei Firmen. Ja, Firmen werden dafür vergütet, weil sie einen Mehrwert schaffen. Weil sie einen Mehrwert schaffen. Ja, und deswegen ist es super wichtig, dass wir auch bei unseren Investments schauen, was ist der Mehrwert? Ja, ansonsten, was ist noch so ein interessantes Investment? Ich tatsächlich interessiere mich mega für Immobilien. Ich finde Immobilien richtig geil. Aber ich weiß auch, dass hier und jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, in Immobilien zu gehen, einfach aufgrund von der Lage aktuell. Ich würde auch nicht Immobilien in Deutschland holen, ehrlich gesagt. Aber das finde ich für die nächsten 5 bis 10 Jahre auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Yes, ich schaue mal weiter. Warum denkst du, dass die meisten Trader ihre Accounts wieder verlieren?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke mal, das liegt zu 100% daran, dass die Euphorie dann reinkommt. Die Euphorie, wenn du beispielsweise eine Challenge bestanden hast, dann bist du euphorisch und hey, dann ist es halt schneller wieder weg, wie du schauen kannst. Ja, weil Euphorie ist der Zustand, in dem du nicht mehr klar denken kannst. Das ist wirklich faktisch Euphorie. Du kannst nicht mehr klar denken, du bist euphorisch, du denkst, du bist der Krasseste, du bist der Beste, dir kann jetzt niemand mehr was und so weiter und so fort. Und dann kommt halt die harte Realität. Was ich euch wirklich von Herzen als Tipp geben kann, fokussiert euch auf den Progress und nicht auf den Profit. Fokussiert euch auf den Progress und nicht auf den Profit. Weil oftmals jagen wir den Profit, wir jagen Zahlen hinterher, aber es kommt gar nicht auf die Zahlen an, sondern es kommt einfach nur auf den Prozess an. Und spätestens, wenn ihr mal verstanden habt, was der Zinseszinseffekt ausmacht, hey, dann seid ihr im Endeffekt eher auf einem ganz anderen Punkt, wo ihr sagt, okay, es spielt keine Rolle. Es kommt wirklich, ja, wirklich nur auf den Progress an. Und ich mag mit euch mal ein kleines Beispiel durchsprechen, Leute. Vielleicht kennt ihr dieses Beispiel schon, aber für mich persönlich gab es da vor kurzem einen sehr, sehr erleuchtenden Moment und deswegen will ich es mit euch teilen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir haben einen Startinvestment von 1000 Euro. Ja, wir leben hier alle, wir sind hier alle in dem Call, wir haben hier alle die Möglichkeit, oder machen wir es anders. Ja, wird jeder mal behaupten, na, so jeder kann mal so für sich selber im Endeffekt einen einzelnen Chat meinetwegen schreiben. Würdest du für dich behaupten, du kannst es schaffen, 1000 Euro irgendwie aufzutreiben über die nächsten Monate, über die nächsten, geht, oder? So über einen Nebenjob oder über einen Funded-Konto, wo du eine Auszahlung hast, über einen P6, P1, 1000 Euro gehen. Können wir uns darauf einigen, dass, lass uns sagen, 5 bis 10% im Monat, natürlich nicht jeden Monat, na, aber so 10% im Monat oder wollen wir 5% im Monat sagen? Lass uns mal auf 5% im Monat. Ich weiß, ein paar denken sich so, Digga, Chris, das mache ich an einem Tag, aber lass uns einfach mal sagen, 5% im Monat. So, 5% im Monat mit 1000 Euro. Ich mag euch einfach mal zeigen, was alleine damit mit Zinseszins möglich ist. Und jetzt sagen wir einfach mal, come on, wir machen das mal für 10 Jahre. Ja, wir machen es mal für 10 Jahre, schauen einfach mal, was draufkommt. Wir packen kein Geld raus, wir packen kein Geld raus, wir schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Und wenn wir, Leute, diese 1000 Euro, nur diese 1000 Euro nehmen für 5% jeden einzelnen Monat, dann haben wir am Ende dieser 10 Jahre über 350.000 damit gemacht. Über 350.000. Und ihr seht, das Ganze compoundet sich sehr, sehr langsam. Nach einem Jahr hast du gerade mal aus 1000 Euro 1700 Euro gemacht. Nach dem zweiten Jahr hast du gerade mal 3000 Euro gemacht. Nach dem dritten Jahr hast du gerade mal 5000 Euro gemacht. Stell dir vor, du bist seit 3 Jahren im Trading und du hast 1000 Euro 5700 gemacht. Du bist noch nicht Millionär, wie du dir vielleicht gedacht hast nach 3 Jahren. Bist du nicht. Nach 4 Jahren hast du 10.000, dann hast du 18.000, dann hast du 33.000, dann hast du 60.000, dann hast du auf einmal 100.000 und dann geht es auf einmal sehr, sehr schnell. Und jetzt mache ich euch noch was Powerfules zeigen. Jetzt mal angenommen, du sagst, hey, ich bin einfach bereit zu sagen, ich mache jetzt beispielsweise anstatt den 1000 Euro, packe ich noch jeden einzelnen Monat zum Beispiel 200 Euro drauf. Einfach nur 200 Euro wiederkehren, packe ich da rein in den Account. Und daraus, nur indem du 200 Euro reinpackst, jeden Monat, ist nicht die Welt. 200 Euro kann man auf jeden Fall reinstecken. Dann entsteht Folgendes, und zwar, dass du auf 1,7 Millionen kommst, einfach nur indem du 200 Euro reinsteckst. Und das ist im Endeffekt die Power, die ich euch einfach nur sagen kann. Und Leute, ich persönlich, ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir auch anstatt 1000 Euro 10.000 Euro auf die Beine kriegen und das anstatt 5% 10% machen. Nicht jeden Monat, aber das ist definitiv möglich. Und was daraus entsteht, ist halt einfach unglaublich. Weil wenn wir das auf 10 Jahren sehen, Leute, und das ist jetzt utopisch und das kann man sich nicht vorstellen, verstehe ich, aber schaut es euch einfach mal an. Man ist im Endeffekt an dem Punkt, nach dem ersten Jahr hast du 31.000 gemacht, nach dem zweiten Jahr fast schon 100.000, nach dem dritten Jahr bist du schon bei 300. Das ist Zinseszinseffekt. Du bist nach 7 Jahren bei 30 Millionen, du bist nach 10 Jahren bei fast einer Milliarde. Und Leute, mein Ziel ist nicht, dir zu sagen, dass du jetzt irgendwie der nächste Milliardär bist. Mein Ziel ist nicht, dir im Endeffekt zu sagen, dass du der nächste Multimillionär wirst. Aber können wir uns darauf einigen, dass, wenn wir jetzt mal das sehen, dass selbst 10% davon krass werden, dass selbst 5% davon krass werden? Leute, wir sprechen hier von der krassesten Industrie überhaupt. Wisst ihr, was mein Handy-Hintergrundbildschirm ist? Mein Handy-Hintergrundbildschirm, ich mag es euch zeigen, ist genau das.
Weil ich weiß, wenn alles weiterhin nach Plan läuft, dann komme ich auf ein Eigenkapitalkonto, was diese Höhe haben wird, 10% im Monat geht. Und auf die nächsten 5 Jahre könnte ich über 300 Millionen machen. Wenn alles weiterhin nach Plan läuft, einfach die nächsten 5 Jahre, wenn ich jeden einzelnen Monat einfach nur die 10% mache. Und Leute, jetzt nochmal, es geht nicht um die 300 Millionen. Es geht nicht um die 300 Millionen. Scheiß mal auf das Geld. Es geht einfach nur darum, die Person zu werden, die diszipliniert jeden einzelnen Tag was fürs Trading macht, dass du ansatzweise an den Punkt kommst, wo du mal 5 bis 10% machen kannst. Selbst wenn du 2% machst, selbst wenn du 3% machst, einfach nur diese Kontinuität und diese Long-Term-Perspective, das ist entscheidend. Und deswegen lass dich nicht demotivieren. Auf gut Deutsch gesagt, scheiß drauf, wenn du Monate dabei bist, Jahre dabei bist, noch keine Resultate hast. Egal, dein Tag wird kommen, dein Moment wird kommen. Aber du musst dich auf den Prozess fokussieren, nicht auf den Profit. Der Profit wird kommen. Mit Trading kannst du dich dumm und dämlich verdienen. Mit Trading kannst du so viel Geld verdienen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ihr kennt den Screenshot von dem einen Trader, der 2,5 Millionen in der Woche gemacht hat. Es gibt alles da draußen und du weißt, dass es möglich ist. Nur oftmals verlieren wir diese Perspektive. Wir verlieren diese Perspektive, weil wir in der heutigen Zeit leben, wo wir alles immer sofort haben wollen. Ich habe Hunger, kein Bock zu kochen, Lieferando. Sofort, sofort, sofort. Wir wollen alles immer sofort haben und deswegen sind wir nicht mehr geduldig. Und deswegen, ich kann euch einfach nur einen Tipp geben, habt diese Long-Term-Perspective. Geh mal für dich her, mach für dich selber diesen Compound-Interest-Plan, mach für dich selber diesen Compound-Interest-Plan und schau einfach, was damit möglich ist. Für dich. Und im Umkehrschluss schau dann, was für Generationen möglich sind. Weil seitdem ich weiß, dass ich mich nicht irgendwie auf einem Weg befinde, der, keine Ahnung, so ausschaut, wie der normale Weg. Jetzt weiß ich, da ist noch viel, viel mehr drin. Weil da kann man die Rückkopplung machen. Wenn du da mal bei so einem großen Betrag hast, der durch Compound Interest möglich ist, dann kannst du auch backtracken. Dann kannst du sagen, okay, das ist das Ziel für die nächsten 5 Jahre. Okay, spannend. Dann lass mal den Gesamtbetrag geteilt durch 5 rechnen. Lass es mal geteilt durch 12 rechnen. Was bist du denn eigentlich im Monat wert? Was bist du denn eigentlich in der Stunde wert? Wie viel Wert gibst du eigentlich deiner Minute? Und ich habe das runtergerechnet, Leute. Ich habe diesen Betrag runtergerechnet auf die Minute und ich weiß ganz genau, was meine Minute wert ist. Und deswegen verschwende ich keine Zeit. Und das ist die Perspektive und die Wertschätzung, die du dir geben darfst. Dass du selbst für dich wirklich erkennst, dass du dein größtes Asset bist. Das beste Investment, das größte Asset, das bist immer du selbst. Und das kannst du eben steigern, indem du Personal Development machst, indem du jeden einzelnen Tag an den Charts bist, jeden einzelnen Tag Education dir gibst, jeden einzelnen Tag Journals. Es ist so, so wichtig, Leute. Genau, das war jetzt wieder mal ein Rant von mir. Spontan war eigentlich gar nicht geplant, aber ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem heutigen Call. Ein bisschen anders. Kleine Kombination aus Chartwork, wo wir über die Charts geschaut haben, kleiner Krypto-Ausblick. Vielleicht habe ich dem einen oder anderen auch ein bisschen Angst gemacht. Das war nicht meine Absicht. Aber es wäre irgendwo fahrlässig, wenn ich die Informationen habe und es die nicht mit dir teile, oder? Deswegen hoffe ich, dass dir der Einblick gefallen hat. Und ich kann dir einfach nur den Tipp geben, bereite dich vor. Vorbereitung trifft immer auf Chance. Wenn du dich vorbereitest, dann werden die Chancen kommen. Und die Chancen werden dafür sorgen, dass du nicht nur dich, sondern auch die Liebsten in deinem Umkreis wirklich frei machen kannst. Und deswegen, Leute, bleibt fokussiert. Ja, bleibt fokussiert. Behaltet wirklich einen klaren Kopf. Und seid euch vor allem selbst treu. Ja, das ist auch so eine wichtige Sache. Seid euch vor allem selbst treu. Ja, haltet euer eigenes Wort ein. Wenn ihr sagt, ihr macht irgendwas, dann macht das Ganze auch. Weil am Schluss enttäuscht ihr euch immer nur selber. Am Schluss enttäuscht ihr euch immer nur selber. Und deswegen, jeder hier im Trading ist sein eigener Chef. Ja, es ist wirklich so ein 101. Du gegen dich, jeden einzelnen Tag, gegen dein Spiegelbild. Es ist dieses tägliche Battle. Und wichtig ist einfach, dass wir selbst uns treu bleiben. Ja, dass wir selbst uns treu bleiben und dass wir unterm Strich wissen, dass alles, was wir hier reinstecken, jede einzelne Stunde, jede einzelne Minute, jede einzelne Sekunde, die wir hier reinstecken, das machen wir nur für uns selbst. Und deswegen, wenn du shoppen gehen magst, ohne auf den Preis zu schauen, dann musst du arbeiten, ohne auf die Uhr zu schauen. Das ist sehr, sehr wichtig, Leute, dass wir diese Perspektive haben. Dein Input generiert dein Output und das soll es auch schon gewesen sein mit dem heutigen Call. An alle Recording-Zuschauer, an all diejenigen, die das auf YouTube sehen, schreib mir bitte gerne mal deine Wunschthemen hier rein in den Kommentarbereich. Ja, schreib da deine Wunschthemen rein, die Dinge, die dich interessieren. Es kann gerne mehr Krypto sein, es kann gerne mehr Smart Money, Chartwork, whatever sein, es kann gerne mehr Aussicht,
sein für die Zukunft, ja, was so meine privaten Routinen angeht. Ich kann hier alles machen. Ja, es muss nicht irgendwie nur Trading sein, weil ich glaube, Trading ist einfach nur ein Resultat von deiner Persönlichkeit, wie weit du da wirklich bist. Und deswegen, es hängt alles zusammen, Leute. Wir haben jetzt 21 Uhr, ich darf weiter ins nächste Meeting. Ich wünsche dir einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen und schönen Restabend und wir sehen uns auf jeden Fall auf dem nächsten Call. Ich freue mich, Leute. Bis dann.